schön, dass ihr eingeschaltet habt bei den Sivuchins. Heute wieder ein Rezeptvideo. Heute wieder ein kalorienreiches Essen. Irgendwie poste ich nur Rezepte, die kalorienreich sind. Ja, aber es folgt auch irgendwann was Gesundes. Ja, es ist halt jetzt gerade einfach, hat sich gerade so ergeben, dass ich einfach die Burger machen wollte und deswegen einfach mal gedacht habe, ich filme das einfach mal für euch. Und zwar geht es um Avocado Aubergine Burger, selbstgemachte. Super einfach, super lecker, wie immer bei mir. Also alles, was schnell gehen muss. Ja, entweder mit Fleisch oder ohne, wie ihr es gerne möchtet. Und ich zeige euch einfach mal ganz kurz, wie das geht. Viel Spaß! Also wie immer das Bild, das gewohnte Bild zu Anfang. Also wir haben hier 400 Gramm Hackfleisch. Ich hoffe, dass daraus werden auch 4 Koteletts gleich für die Burger so gesehen. Ansonsten müsst ihr ein bisschen mehr nehmen. Also das ist jetzt für 4 Brötchen so gesehen. Dann haben wir Ketchup Mayo für später, Salz, Pfeffer fürs Hackfleisch, Käse, Schmelzkäse oder was für ein Käse ihr gerne halt isst. Ein Avocado, Aubergine, Tomate, Gurke, Salat, eine Zwiebel und ein Brötchen auch, nach eurem Belieben, welche ihr gerne nehmt. Ich habe jetzt einfach ganz normale aus dem Lidl geholt. Als allererstes werden wir jetzt die Aubergine anbraten, in Scheiben schneiden und schon mal zur Seite tun. Das ganze Gemüse müsst ihr eigentlich nur noch schnibbeln, das ist jetzt auch kein Kunstwerk. Die Zwiebeln, die tun wir ein bisschen vorher anrösten. Da zeige ich euch auch gleich, wie ich das mache, so ein bisschen mit Honig und Gemüsebrühe und ja, dann nur noch das Fleisch anbraten und dann sind die Burger fertig zu belegen. Ich brauche übrigens nicht so viele Auberginen für diesen Burger natürlich. Ne? Euch reichen dann 2-3 Scheiben oder wie viele Burger ihr halt machen wollt. Ich brate es aber schon an, um dann morgen was anderes daraus zu machen. Damit ich nicht zweimal das ganze Prozedere machen muss, weil es ja so ätzend ist, Auberginen anzubraten. Aber ich mache es immer so, vorher ein bisschen auslegen, die Auberginen mit Salz bestreuen, dann kommt da schon ein bisschen Flüssigkeit raus, so dass sie sich dann besser und leichter anbraten. Wenn ihr so schöne, leckere Zwiebelchen haben wollt, die so ein bisschen leicht angeschmort sind und so lecker sind wie im Restaurant, dann habe ich euch den Tipp des Tages, falls noch einer nicht weiß. Und zwar Honig, wenn die ein bisschen ja, schon glasig sind, dann mit Honig alles ein bisschen karamellisieren. Ihr wisst, was ich meine, ich kann das Wort gerade einfach nicht aussprechen. Und das Ganze dann ein bisschen mit Wasser und Gemüsebrühe noch alles ablöschen und dann ist das super lecker. Ja, das Ganze wird ein bisschen mit Wasser abgelöscht und so einen halben Teelöffel Gemüsebrühe. Und ja, das Ganze da ein bisschen jetzt noch drin köcheln lassen und dann eigentlich schon ausmachen. Und dann ist das fertig. Es wurden 6 Teilchen in dem Sinne, 6 Frikadellen. Die habe ich jetzt eher ganz dünn gelassen, da die ja in den Hamburger rein sollen und der Rest ja auch noch. Ich habe noch ein bisschen Petersilie gehabt, die habe ich noch mit reingeschmissen. Ihr merkt, ich koche nicht immer alles genau nach dem Rezept. Oder wenn es ihr noch schon gemerkt habt. Also ich füge auch gerne mal zwischendurch mal Sachen dabei. Ich bin nicht so ein typischer Kochblogger oder sowas. Ist ja auch gar nicht meins, das ist ja auch nur zwischendurch. Für die Leute, die interessiert sind an dem, was ich halt einfach so im Alltag auch mal zwischendurch mal koche. Also die im Geschäft, Burger oder die McDonalds oder sonst wo, sehen auf jeden Fall viel, viel dünner aus. Das Fleisch, da muss ich doch ein bisschen üben. Das Ergebnis aus. Mega bombastisch. Also wie gesagt, ihr könnt auch so zum Beispiel ein Vollkornbrötchen nehmen, ist dann nochmal sättigender oder ja, ich weiß nicht, Brötchen halt eures Geschmacks. Die Zwiebeln könntet ihr natürlich auch beim Fleisch hinlegen, habe ich jetzt irgendwie verpeilt. Also eigentlich die Reihenfolge ist ja total egal. Und ja, jetzt könnt ihr versuchen, euch das in euer Mund zu tun. Nein. Also viel Spaß beim Nachkochen. Ihr könnt uns gerne auch verlinken. Ja, ich hoffe, euch hat das Kochvideo gefallen. Also wieder mal ein super einfaches, leckeres Rezept.
Ja, viel Spaß beim Nachkochen und beziehungsweise muss man ja nichts kochen, nur eigentlich braten und das war's. Und wir hauen jetzt einfach mal rein und danach spüle ich das Ganze mal da hinten mal weg und wünsche euch noch einen schönen Abend oder schönen Tag. Bis dann, tschüss!